fiel das entscheidende Tor erst in der 6. Verlängerung. Unglaublich, aber tatsächlich war das 5:4 für Köln durch Sean Tailliere in der 109. Minute der Overtime. Insgesamt also über 168 Minuten gespielt. Der Wahnsinn. Ein echter Eishockey-Krimi und natürlich auch ein neuer Rekord in der DEL-Historie. Die deutsche Eishockey-Liga dieser Tage einfach nur rekordverdächtig. Köln war in diesem 4.